Ich habe mitbekommen, dass eine Demonstration abläuft und bei mir ist es einfach so, ich kann, was ist Ihr Name? Dr. Edrich, ich kann Sie da im Prinzip unterstützen. Ich hatte auch in Welzheim eine Frau, die ist quasi im Altersheim und sie wird mittlerweile von ihren eigenen Leuten gemobbt, weil sie eventuell gesehen wird, dass sie keine Maske trägt in der Öffentlichkeit. Soweit sind wir schon, ja. Und deshalb, ich werde mir meine Stimme niemals verbieten lassen. Ich habe die DDR gesehen. Ich habe da 70% meiner Freundschaft gehabt. Ich habe die Wende mitgenommen, die vermeintliche Wende. Unsere Brüder und Schwestern in der DDR, die fassen sich alle im Kopf. Wir machen momentan das Gleiche wieder durch. Und deshalb bin ich auch hier. Und ich lasse mir keine Maske vorschreiben. Ich habe eine Würde, ich bin Familienvater, ich habe Kinder, ich habe ein Haus gebaut. Die Frau Merkel und alle, wie sie alle heißen, hängen auf meiner Lohnsteuerkarte. Und es hat auch gar nichts mit Geld zu tun. Ich bin Bürger dieses Landes und ich stehe jetzt auf. Und ich verweigere die komplette Scheiße mit dieser verdammten Scheißmaske. Das ist alles eine Unterwürfigkeit. Wir alle sind zu Sklaven dieses Landes, dieses Staates geworden. Ich liebe mein Land und meine Bürger, aber ich lehne diese Staatsorganisation komplett ab. Fertig. Sagt es einfach weiter. Es wird jetzt einfach ein Ruck durch die ganze Bevölkerung gehen wollen und es werden sich Leute anschließen, die dann sagen, okay, jetzt ist für mich auch die Zeit gekommen, ich gehe auch auf die Straße. Und ich lehne es ab, nach links zu spalten, rechts zu spalten oder sonst wohin zu spalten. Jetzt das alles lehne ich ab. Wir sind alle Menschen und wir haben eine Gemeinschaft und das sind wir alle. Und entweder sind wir füreinander oder wir kämpfen gegeneinander. Und das ist der letzte, das ist der totale Schwachsinn. Deshalb sind wir hier und deshalb ziehen wir das Ding jetzt einfach durch. Nächstes Mal wieder hier da sein und fertig aus. Und einfach mal den Arsch in der Hose haben, macht Einzelaktionen. Ich gehe mit meiner Bundesflagge, gehe ich dann auch mit meiner Gelbweste irgendwo eine kleine Einzelaktion machen. Da kommt keine Polizei, es interessiert auch niemanden, aber es gibt jede Menge Leute, die euch Finger hochgeben oder Finger runtergeben. Alles ist erlaubt. Aber zeigt endlich Gesicht, zeigt euch, dass ihr auf die Straße geht. Fertig. Und schaltet endlich das Fernsehen ab. Ich persönlich lebe seit 3 Wochen super klasse. Ich höre kein Radio mehr, was ich selber finanzieren muss. Ich höre keinen Fernseher, ich gucke keinen Fernseher mehr. Ich gehe raus in die Natur und das ist der Weg. Und schaut raus, wie es den anderen Leuten geht und spricht es an. Okay.